Ja, willkommen zurück hier bei Rock Talks Power Button. Jetzt haben wir noch einen zweiten Test für Sie. Und zwar testen wir jetzt noch Company of Heroes Aden Assault, das neue DLC, hier jetzt bei Rock Talks Power Button. Preview. Im Westen nichts Neues, so könnte man eigentlich das neue DLC für Company of Heroes 2 namens Aden Assault auch nennen. Zur Story. Im Winter 44-45 startete die verzweifelte Wehrmacht in den Ardennen, also in Belgien, eine Großoffensive, die die Amerikaner anfangs schwer getroffen hatte, die aber dann doch nach ein paar Tagen unter anderem durch die Panzerarmee von General Patton zurückgeschlagen wurden. Es war der Beginn einer unerwarteten deutschen Gegenoffensive im ruhigen Wald der Ardennen. Ihr Ziel, die alliierten Linien zu teilen und letztendlich den wichtigen Hafen von Antwerpen einzunehmen. Damit wird der historische Hintergrund zur Company of Heroes Aden Assault und die gesamte Story bereits erzählt. Als alliierter Oberbefehlshaber spielt man den kompletten Ardennenangriff durch, heißt anfangs ist man eher in der Defensive und versucht so wenig Verluste wie möglich zu erleiden. Etwas später sind wir dann in der Offensive und beenden schließlich diesen Feldzug. Drängt sie zurück! In Deckung und Feuer! Zur Spielmechanik ändert sich nicht viel, es gibt weder neue Einheiten noch neue Parteien. Es werden hauptsächlich die Parteien aus dem letzten Add-on der Westfront Armies, welches vor einem halben Jahr erschienen ist, verwendet. Das Recycling ist ermüdend, vor allem da man für das DLC 30 Euro ausgeben soll. Man bekommt zwar eine schicke Kampagne, das ist aber dann leider auch schon alles. Neu ist nur, dass man bei der Kampagne selbst aussuchen kann, mit welchen Kompanien man ein Ziel angreift. Zu Beginn kann man aus 4 Bataillonen jeweils 3 auswählen und mit diesen dann eine dynamische Kampagnenkarte spielen. Heißt, man hat die Kampagnenkarte und kann sich selbst aussuchen, welches Ziel man mit welchem Bataillon als nächstes angreift. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Panzereinheiten, Ranger-Einheiten, Luftlandeeinheiten oder auch zum Beispiel Kampfpioniere. Die Deutschen ziehen den Schwanz ein. Sie fallen zurück. Gute Arbeit, Jungs. Der Korridor ist gesichert. Die Missionen der Kampagne sind sehr abwechslungsreich, aber haben nicht wirklich eine Story. Hauptsächlich greift man irgendwelche Dörfer an, sabotiert Treibstofflager oder ist einfach schlicht in der Defensive. Je nach ausgewählter Bataillon passt sich das Spiel zwar an, aber wirklich Neues sehen wir nicht. Zwischen ein paar guten, gescripteten Missionen, wo man hauptsächlich in der Defensive ist und eben seine Stellung halten muss, spielen wir hauptsächlich die Spielmodi aus dem Multiplayer. Heißt, wir versuchen den Gegner entweder zu vernichten oder wir versuchen strategische Punkte zu halten. Am Spielprinzip von Company of Heroes ändert sich nicht viel. Man erobert Rohstoffpunkte, also Munition, Treibstoff oder Arbeitskraft und versucht mit diesen Rohstoffen dann neue Einheiten anzufordern, welche man dann den Gegner auf dem Hals setzt. Das Spiel ist gewonnen, wenn entweder der Gegner besiegt ist oder man mehr Punkte hat als der Gegner. Kommen wir zum Fazit von Company of Heroes Aden Assault. Eine weitere Kampagne ist ein Segen für alle Company of Heroes Fans. Etwas, was wir uns schon so lange gewünscht haben, vor allem seit dem letzten Add-on. Problem ist nur, dass für dieses neue DLC wieder 30 Euro verlangt wird, was mal wieder sehr dreist rüberkommt. Vor allem da es für den Multiplayer-Spieler nichts Neues gibt. Es gibt keine neuen Fraktionen, es gibt keine neuen Einheiten, es gibt keine neuen Fähigkeiten. Also im Endeffekt ändert sich am Spiel nichts, außer dass eine einzige Kampagne nachgeführt wurde und das hätte man ruhig auch als Patch oder zumindest als Gratis-Download anbieten können. Hier halten wir sie auf! Frontstellungen in Deckung! Damit komme ich zur Wertung. Grafik. Ja, die Grafik ist sehr gut, sehr detailliert, das Spielgesicht wird sehr schön dargestellt, auch Explosionen, Rauch schauen sehr gut aus, aber das konnte Company of Heroes schon immer, aber an der Grafik hat sich eigentlich zum Originalspiel nichts geändert, trotzdem gibt es hier 5 von 5 Power Buttons. Spaß. Ja, die Kampagne ist sehr gut, sie ist fesselnd, man hat doch abwechslungsreich und vor allem das Dynamische gefällt mir sehr gut, dadurch, dass man sich selbst entscheiden kann, wo man denn als nächstes angreift. Und man kann zum Beispiel auch Feinde einkesseln, also da ist schon sicher mehr Taktik dahinter, deshalb gibt es beim Spaß 3 von 5 Powerbuttons. Umfang. Ja, kurz gesagt, im Westen nichts Neues außer einer Kampagne. Das ist eindeutig zu wenig, da hätten wir uns wirklich viel, viel mehr gewünscht. Die Kampagne ist zwar gut, aber wie gesagt, für 30 Euro, da muss mehr her. Deshalb gibt's hier nur einen von 5 Powerbuttons. Preis-Leistung. Ja, das schlägt sich natürlich auch in der Preis-Leistung nieder. Wie gesagt, nur eine einzige Kampagne für 30 Euro, das ist für ein DLC viel zu viel Geld und viel zu wenig Inhalt. Deshalb gibt's hier nur 2 von 5 Powerbuttons. Damit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 11 von 20, das ist gerade noch so genügend.
Wie gesagt, wenn Sie ein Multiplayer-Spieler sind von Company of Heroes oder viel lieber den Skirmish, also den einfach Gefechtsmodus spielen, können Sie sich das DLC wirklich sparen. Sie bekommen nichts Neues. Sind Sie aber eher der Typ, der das Singleplayer-mäßig spielt in der Kampagne oder für sich selber, dann könnten Sie ruhig zugreifen, wenn Sie sagen, wir sind diese 30 Euro dieses DLC wert. Ansonsten würde ich Ihnen doch eher abraten, sich dieses DLC zu kaufen. Aufklärungsfähigkeit.